Mirjam Perner. Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel. Biostrom aus der Tiefsee. Wasserstoff- und Kohlendioxidumsetzung in bioelektrochemischen Zellen. Ja, guten Tag, herzlich willkommen. Ein kleiner Exkurs in die Biologie jetzt mal. Und zwar arbeitet meine Arbeitsgruppe oder interessiert sich meine Arbeitsgruppe für neue Biokatalysatoren, also Enzyme, die bestimmte chemische Reaktionen kodieren können, katalysieren können. Wir suchen diese Enzyme gerade auch in extremen Habitaten wie hydrothermalen Tiefseequellen und am Meeresboden, in marinen Sedimenten und nutzen hier die gigantische biologische Ressource, die hier vorhanden ist. Wir arbeiten interdisziplinär und sehr eng zusammen mit Kollegen aus Süddeutschland von der Universität Erlangen-Nürnberg. Und diese Kollegen sind Experten darin, nanoporöse Elektrodenoberflächen herzustellen, die definierte Geometrien haben. Diese Elektrodenoberflächen werden durch diese nanoporösen Strukturen vergrößert und können deshalb mehr Enzyme aufnehmen. Und so können wir dann elektrochemische Energieumwandlung optimieren, indem wir gezielt die Elektrodenoberflächen und die Enzyme manipulieren. Im Fokus unserer Arbeiten stehen die chemischen Reaktionen, die durch Enzyme katalysiert werden, in Bezug zu Wasserstoffproduktion und CO2-Reduktion. Beide Reaktionen ermöglichen es in der Elektrolyse, elektrische Energie, die beispielsweise durch Windenergie erzeugt wurde, chemisch zu speichern. Bei der CO2-Reduktion ist noch zusätzlich der Mehrgewinn der, dass eben CO2 aus Abgasen reduziert werden kann und das Kohlenmonoxid entsteht durch diese Enzyme. Reaktion und Kohlenmonoxid ist eben besonders interessant für industriell verwertbarer Ausgangsstoff für diverse synthetische Prozesse, die dann ablaufen können. Was ist jetzt der Clou? Wieso ist das so was Besonderes? Die Enzyme, mit denen wir arbeiten, sind vor allem von nicht kultivierten Bakterien. Sie sehen schon, dass der Großteil der Organismen nicht kultivierbar ist, also nicht hälterbar in unseren Laboren. Das heißt, diese Ressource ist gar nicht nutzbar. Also 99% der biologischen Ressource, die in diesen Mikroorganismen vorhanden ist, können wir nicht nutzen, weil wir sie nicht in Laboren halten können. Wie umgehen wir nun das Problem, um das doch zu nutzen? Wir nehmen diesen metagenomischen Ansatz und arbeiten gezielt und direkt mit der DNA, also der Erbinformation von den Organismen aus den Umweltproben, bringen das in neue Wirtsvektorsysteme, die wir etablieren und können dann gezielt mittels aktivitätsbasierter Screens Enzyme suchen, die zum Beispiel CO2 zu Kohlenmonoxid umwandeln können oder Wasserstoff produzieren können. Und die bringen wir dann auf unsere Elektroden auf in Kooperation mit unseren Partnern aus Süddeutschland und können dann die Reaktionen katalysieren. Vielen Dank.